Sigi Stehle und sein Quintett und Lisa Herbolzhelmer. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, Humpes der Talk. Wir haben uns eben mit Professor Dr. Thomas Nickel und seinen Studenten unterhalten über das Engagement der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Automobilrennsport, in An- und Abführung. Jetzt haben wir einen weiteren Gast, Maren Valenti. Sie ist Eishockeyspielerin gewesen und wir stellen sie kurz vor. Sie konnte kaum laufen, da stand sie schon auf dem Eis. Maren Valenti, die ehemalige Profi-Eishockeyspielerin, hat eine bemerkenswerte Vergangenheit zu erzählen. Mit 4 Jahren hielt Maren zum ersten Mal einen Hockeyschläger in der Hand und bereits mit 13 wurde sie aufgrund ihrer Erfolge in die Frauennationalmannschaft aufgenommen. Maren lebte regelrecht fürs Eishockey. Sie nahm an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City teil, wurde mehrmals mit ihrer Mannschaft deutscher Meister und spielte als erste Frau in einer Männermannschaft. Mit 29 erfuhr Maren dann, dass sie an Multiple Sklerose erkrankt ist und musste ihre Karriere beenden. Aber die Kämpferin lässt sich davon nicht unterkriegen und beginnt mit ihrer zweiten Leidenschaft, dem Malen, ein neues Leben. Schon als Kind hatte Maren große Freude daran, alles zu bemalen und es war für sie immer ein Ausgleich zum Leistungssport. Voller Lebensfreude arbeitet sie nun als Pop-Art-Künstlerin an ihrer zweiten Karriere, hat in Mannheim ihre eigene Galerie und präsentiert ihre Kunst auf Ausstellungen. Und damit noch einmal ganz herzlich willkommen bei Humpes der Talk, Maren Valenti. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Auffällig ist, dass Sie die einzige deutsche Eishockeyspielerin sind wohl noch, die jemals in einem Männerteam gespielt hat. Das ist richtig, aber es gibt zwar noch Mädels, die das spielen, aber ich war die erste, die in der DEL war. Ich war, warum auch immer, die einzigste, die es so weit gebracht hat. Mhm. Was nicht heißt, dass die anderen Mädels nicht talentierter sind, aber ich denke, dadurch, dass ich auch einen Bruder habe, der gerade ein Jahr älter ist als ich und wir uns gegenseitig immer schon als Kinder auch gezogen haben. Er konnte es nicht leiden, wenn ich besser war. Ich konnte es nicht leiden, wenn er besser war. Nun ist Eishockey ja ein sehr körperbetonter Sport. Sie sind relativ schlank. Wie konnten Sie sich gegen die stärkeren Männer da durchsetzen? Ich habe sehr früh gelernt, immer einmal schneller zu sein als die Jungs. Ich habe auch heute noch eine ganz gute Technik und konnte dadurch auch viel wegmachen. Auf der anderen Seite, als ich noch aktiv war, war ich nicht so schlank wie jetzt, weil ich spiele kein Eishockey mehr, ich renne nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, trainiere. Mhm. Ich würde sagen, ich habe schon 15 Kilo Muskelmasse verloren und das ist schon, man sieht es, also wenn man mich sieht, denkt man eher prima Ballerina. Wie haben die Männer denn reagiert? Ich meine, im Eishockey sieht man ja auch immer wieder so Szenen, wo es auch eine kleine Prügelei gibt. Haben die so nach dem Motto gehandelt, also Mädchen schlage ich nicht? Oder wie sind die mit ihnen umgegangen? Gar nicht. Also ich würde eher sagen, dass wenn ich ein Teamkollege bin als Mann, ja, dann finde ich das super und habe Respekt, dass die Frau mitmacht. Wenn ich aber gegen eine Frau spiele und ich spiele mich aus, welcher Mann kann das leiden? Keiner. Genau. So. Ne? Okay. Wie sehen Sie in die Entwicklung im Frauen-Eishockey überhaupt? Wir haben ja demnächst hier in Ravensburg die BWM, sagen wir mal. Deutschland spielt da mit, aber offensichtlich hat es bislang nicht gereicht, dass man in der AWM mitspielen kann. Wie sehen Sie die Entwicklung da? Die Entwicklung ist super, weil immer mehr kleine Mädchen von Jungs mit hochgezogen werden, was optimal ist, weil du lernst einfach mehr in der Männermannschaft, in der jungen Mannschaft zu spielen, als wenn du nur alleine als Mädchen bist. Mhm. Und du hast einfach jetzt schon viele Talente, die auch hoch spielen dürfen und einfach können. Und von der Entwicklung her muss ich sagen, wir haben viele junge, gute Spielerinnen. Ich sehe es selbst, ich trainiere die Frauenbundesliga in Mannheim und da sehe ich viele Talente und ich denke und ich hoffe und ich will eigentlich, dass sie aufsteigen. Und das ist wirklich auch an der Zeit. Das letzte Mal wurde es
durch einen dummen Zufall irgendwie wurde es verkackt, weil die Nerven nicht richtig mitgespielt haben. Das brauchen die nicht, die sind echt top, die Mädels. Und also die haben durchaus eine Chance diesmal. Auf jeden Fall, zumal Ravensburg mit dem MLP Cup, der die Jahre zuvor hier war, die tragen die Mädels. Und es ist wichtig, dass sie Unterstützung haben und dass man hierher kommt und sagt, hey Mädels, wir helfen euch und wir feuern euch an. Und dadurch werden die aufsteigen, bin ich überzeugt. Nun sind Sie ja leider krank geworden. Haben Sie so im Rückblick das Gefühl, dass man mit dieser Krankheit auch besser umgehen kann, weil man eben als Sportler zum Beispiel das Kämpfen gewöhnt ist? Auf jeden Fall. Weil ich sehe mich gar nicht als krank. Würden Sie mir sagen, okay, wo siehst du dich in einer Skala von 1 bis 10? Sage ich, ich bin gesund, ich bin bei 10. Ich lasse mir absolut nichts anmerken. Natürlich stolper ich mal. Wer macht das nicht? Oder ich renne einen Teerpfosten ran. Aber ich versuche eigentlich, alles so normal wie möglich zu machen. Ich habe auch Familie zu Hause, meine Familie, meine Eltern, alle unterstützen mich auch. Und ich habe mit der Malerei wirklich einen ruhigen Beruf gefunden, mich da einfach einzubringen, einfach gemütlich zu arbeiten und also meinen Tagesablauf top zu gestalten. Und ich bin eigentlich gar nicht krank. Schön zu hören. Ja. Kommen wir zu Ihrer Malerei. Sie machen Pop Art. Wie sind Sie darauf gekommen? Haben Sie das vorher schon nebenher gemacht und jetzt hauptberuflich oder wie hat sich das entwickelt? Ich habe schon immer gemalt. Ich habe sogar es geschafft, mit 4 Jahren in Grünkraut, wo ich groß geworden bin, einen Malwettbewerb zu gewinnen. Ja. Gut. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich Karriere ende. Ah ja, ich mache was Neues, ich werde Künstlerin, super, du bist dabei. So ist es nicht. Es ist einfach ein Prozess. Ich bin von klein auf dabei. Ich habe von klein auf alles angemalt, Schulhefte. Ich habe nicht mitgeschrieben, meine ganzen Hefte waren voll. Bin schon immer auch weltweit unterwegs gewesen und habe die ganzen Gästebücher vollgemalt und habe eigentlich so mich mehr entwickeln können in meiner Kunst wie vielleicht andere. Und Sind Sie mittlerweile so weit, dass Sie zumindest in Teilen davon leben können? Oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Weil ich kann auch, wenn Sie mir jetzt eine Geschichte erzählen über sich, über Familie, über Ihr Leben, male ich Ihnen das Bild dazu. Okay, machen wir gleich. Ja, die Gabe ist quasi, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich meine, das ist eine super Gabe, ja. Aber es ist fast wie so ein Schauspieler. Man kriegt eine Rolle aufgedrückt und der Schauspieler lebt es demnach. So, Sie erzählen mir Ihre Geschichte. Was kostet ein echter Valenti? Was der kostet? Ja. Rede mal nach der Nein, aber so kann ich das ausleben, wie ein Schauspieler, muss man sich das quasi vorstellen. Und Sie machen auch Ausstellungen? Auf jeden Fall. In Mannheim haben Sie eine gemacht, habe ich gelesen. Auch anderswo? Ich habe eine Dauerausstellung bei mir im Atelier. Ich bin auch deutschlandweit schon unterwegs gewesen, war in Berlin. Ich komme jetzt nach Ravensburg zur Weltmeisterschaft. Okay. Ja. Wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Hump ist der Talk. In 2 Wochen sind wir wieder für Sie da, dann wieder mit meinem Kollegen Stefan Kühlein. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Vielen Dank.